Für einen Schauspieler ist Freizeit eigentlich entscheidend. In der freien Zeit sammelt der Schauspieler Erfahrungen, Erlebnisse, übt Fantasie. Das alles braucht man sehr, sehr, sehr später in dem Arbeitsprozess. Mit einem Satz: Es ist für mich Üben von Fantasie, so wie ich das, was ich beruflich mache, nicht Arbeit nenne. Also Arbeit und Freizeit, ich versuche, dass egal was ich mache, dass das nur mit einem Begriff zu tun hat, ich lebe. Und das ist alles. Also Theaterspielen nimmt ja eine gewisse Zeit in Anspruch und ich mache das hier in Oberhausen, weil ich diesen Ort so toll finde. Ich spiele hier gern Theater, aber mein eigentlicher Wunsch ist ja in Hamburg, in Wien und in Berlin zu spielen und das mache ich dann eigentlich auch in der Freizeit, die ich habe. Nicht, weil ich die Theater dort besser finde als Oberhausen, sondern wenn ich in Hamburg engagiert bin, da schwimme ich, weil ich ja Triathlet bin. Im Rhein-Herne-Kanal los, über den Rhein-Main-Kanal versuche ich mich dann über die Elbe zu schwimmen, sodass ich nach ungefähr 360 Kilometern zur Abendvorstellung in Hamburg bin. Gastiere ich in Berlin, es ist für mich relativ einfach, da laufe ich hin, das ist nicht so weit, das sind 660 Kilometer. Das ist eine gute Vorbereitung für mein Alters-Ultra-Triathlon, den ich dann machen werde. Naja, und Wien bietet sich in dem Sinne an, da muss man einmal über die Alpen. Das mache ich dann mit meinem Rennrad. Da muss ich allerdings ziemlich zeitig aufstehen, damit ich die Abendvorstellung schaffe. Also da fahre ich dann in Oberhausen schon 6:20 Uhr los, damit ich pünktlich um 19 Uhr in Wien in der Maske sitze. Aber alles ist natürlich unglaublich lohnenswert, um fit in Oberhausen auf der Bühne zu stehen und natürlich mein Alters-Triathlon zu bewältigen. Der besteht nämlich darin, dass ich 360 Kilometer schwimme, 1800 Kilometer Radfahre und 420 Kilometer laufe. Und das alles an einem Stück. Und ich hoffe, dass ich das in einer Woche bewältigt habe. Es ist so, dass meine Frau eigentlich ein sehr sauberer Mensch ist und sie ist immer am Putzen. Um sie zu ärgern, habe ich mir ein sehr, sehr spezielles Hobby ausgesucht, das ich in meiner Freizeit mache. Und das ist so, sobald meine Frau außer Haus ist, fange ich an, die Staubkörner zu sammeln. Sie hat mir gesagt, wenn ich ein Kubikmeter Staubkörner gesammelt habe, ein ganz, ganz spezielles Geschenk für mich hat. Das ist natürlich nicht so einfach, Staubkörner zu sammeln. Ich habe allerhand Instrumente dafür und bestimmte Kästchen, die ich alle Sachen, die Staubkörner, die ich jeden Tag sammle, in jedem kleinen Kästchen zusammenfüge. Bekommen einen bestimmten Datum, Uhrzeit und die sind, dann habe ich einen Taschenrechner, die ich auch die zusammenzähle und richtig Buch führe darüber, wie viele Staubkörner, in welchen Tagen und welche Stunde, die ich zusammengesammelt habe. Bis jetzt habe ich eine Menge zusammengetan und ich hoffe, dass ich bald meinen Kubikmeter zusammen habe. In meiner Freizeit, da spiele ich World of Warcraft, WoW, auch genannt WoW. Das ist ein Online-Rollenspiel. Da habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, sozusagen die Position der Kulturpolizei zu übernehmen in diesem Spiel, denn sehr wenig Kultur in diesen Fantasy-Rollenspielen. Da wird eigentlich nur auf Monstern rumgehackt und gegenseitig gekämpft, bekriegt. Da gibt es zwei Seiten, das ist die Allianz und die Hordenseite. Und es ist unglaublich schwierig, zum Beispiel einem ausgewachsenen Ork gewisse ganz grundsätzliche Regeln beizubringen, wie begrüßen oder Freundlichkeit.
Gastfreundlichkeit. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Online-Welt zu kultivieren, Workshops anzubieten, damit man zusammen einen neuen Weg gehen kann. Ich habe eine kleine Zoohandlung auf meinem Balkon aufgebaut. Ich habe 3 Kanarienvögel und ein Goldhamster und ein Meerschweinchen, die sich ganz gut verstehen, und denen versuche ich Spielen beizubringen. Weil ich dachte mir, naja, also wenn man arbeitslos wird irgendwann und das Theater geschlossen wird, dann muss man ja sozusagen eine Zweitstelle aufbauen. Und da habe ich gedacht, ich bringe Tieren Schauspielen bei und mit ihnen übe ich jetzt Hamlet. Also der eine Goldhamster ist Hamlet und der andere spielt die ganzen anderen Rollen und das Meerschweinchen ist die Soufflöse. Und dann habe ich noch eine Katze und einen Hund und bin auch im internationalen Tierschutzverein. Also mein einer Goldhamster ist gefleckt und der andere ist scheckig und der andere, also das Meerschweinchen, ist so schwarz-braun kariert. Und den versuche ich Spielen beizubringen, weil wir wollen ja Hamlet und damit wollen wir nach Berlin zum Deutschen Theatertreffen eingeladen werden, um den Deutschen Schauspielerpreis zu gewinnen. Ich bin RWO-Fan, stehe morgens um 4 auf, bin dann um 6 beim ersten Training und um 8 gehe ich nach Hause frühstücken, bisschen Text lernen und dann haben wir Probe. Mittags gehe ich dann schon wieder in den VIP-Raum und gucke, ob da irgendwelche Pressemitteilungen sind. Wochenends fahre ich dann auch gern zu meinem Heimatverein in die Pfalz, also Kaiserslautern. Und ja, die Gastspiele mache ich natürlich alle mit. Es ist manchmal sehr schwer, mit dem Spielplan im Theater zu vereinbaren, aber bisher konnte ich da gut schmieren und habe immer Wochenends meistens dann doch freigekriegt, weil ich fahre dann ja zu jedem Auswärtsspiel mit, also nicht nur für von RWO Rot-Weiß Oberhausen oder für Kaiserslautern, sondern auch noch zu allen Freundschaftsspielen, Pokalspielen. Ja, hoffe demnächst auch wieder Champions League und so. Aber ich bin, ja, Fußball ist schon mein Leben. Ja, eigentlich wollte ich selber Fußballprofi werden, es hat nicht ganz gereicht. Und weiß nicht warum, aber an mir lag es nicht. Also das grundsätzliche Problem bei Hobbys ist doch das, dass man keins hat. Mein Problem ist, dass ich mein Chaos, was ich in den Taschen habe, ja, die vielen Sachen, dass ich die ordnen muss. Da beschäftige ich mich im Grunde meinen ganzen Tag und die ganze Nacht mit, irgendwie was zuzuordnen, wo was hingehört. Ich habe nie einen Platz, wo irgendwas hingehört. Ich habe keine Ordnung. Ein Chaos herrscht den ganzen Tag. Schlüssel sind ein Riesenproblem. Ja? Ich habe Riesenschlüssel von Freundinnen, von Kellern, von Zweitwohnungen, von Autos, von keine Ahnung. Ja, also wenn ich morgens aufstehe, dann habe ich keine Zeit, Tau zu treten. Das machen ja manche Leute, aber ich renne trotzdem raus auf die Wiese und lege mich hin und lausche erstmal. Wenn ich dann was höre, dann weiß ich, der Tag kann losgehen. Da muss ich nochmal gucken, welche Blume geht zuerst auf, dann weiß ich auch, wie spät es ist. Und wenn die Ringelblumen aufgehen, weiß ich, es ist Zeit, zur Probe zu gehen. Dann gehe ich da hin, mache meine Sachen. Und wenn der Regisseur zufrieden ist, flitze ich schnell nach Hause und gucke. Dann sind die Rosen wahrscheinlich schon auf. Und die duften ganz gut. Also das ist ganz gut so fürs Selbstgefühl. Ne? Rosenöl nehmen manche ja, aber ich muss das einfach direkt haben. Und dann gucke ich nochmal, lausche ich nochmal, ob ich das Gras wachsen hören kann. Und dann weiß ich, der Tag geht auch gut weiter. Dann gehe ich ein bisschen auf die Bühne spielen, aber ich muss erst mal gucken, ob die Nachtkerzenblüten schon auf sind, weil die sind ja für abends zuständig. Und dann kann ich ganz gut spielen. Wenn das Stück länger ist, ist schlecht, weil dann kann ich einfach nichts mehr sehen abends. Dann weiß ich gar nicht, ob ich jetzt nach Hause soll oder nicht. Aber wir machen ja meistens kurze Stücke und dann sehe ich also, die Gänseblümchen sind schon ganz zu. Dann kann ich eigentlich ganz gut schlafen gehen. Gerne gehe ich in meiner Freizeit den 7 Todsünden hinterher. Mundraub, Mord und Totschlag, Hurerei, Liederlichkeit, Verweile an dunklen Orten, fröne dem süßen Nichtstun. Was für ein Schwachsinn!